Die Satire trifft es hart. Eigentlich ist der Ausnahmezustand ein Eldorado für jeden Kabarettisten, aber es geht zu schnell. Eine Blamage jagt die andere. Und jetzt kommen noch Entschuldigungen dazu. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Gut, Frau Merkel hat da freundlich gelogen. Sie hätte auch sagen können, es ist spät geworden und wir waren alle betrunken. Aber sie insistiert, ja. Das ist Führungsanspruch, ja. Dieser Fehler ist mein Fehler. Wenn hier Fehler gemacht werden, dann mache ich die Fehler. Die Stimmung kippt, jetzt müsste man unter die Leute auf die Bühne, aber nein, wir müssen uns hinten anstellen. Erst kommt die Frisur und dann die Kultur. Was soll ich machen? Vielleicht umschulen? Humorbeauftragter? Beim Gesundheitsamt? Faxen, faxen, faxen? Oder im Impfzentrum? Kleines Programm? Witze bis zur Spritze? Oder ich gründe eine Stiftung und dann erkläre ich Verschwörungstheoretikern auf Staatskosten das Grundgesetz, das wird lustig.